Hi, ich bin's, David, euer Dozent. Präsentationen kann man natürlich auch wissenschaftlich betrachten und darum bin ich heute nicht im gewohnten Setting unterwegs, sondern bei zwei Kollegen hier am KIT und zwar bei Philipp und Philipp. Die beiden sind in der Nachwuchsforschungsgruppe Science and Presentations, kurz SIP, an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation unterwegs und ergründen dort in Kooperation mit dem NAVIC, also dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, in einem großen Projekt, ja, wie Präsentationen beim Publikum ankommen. Das ganze Projekt ist von der Klaus-Tschira-Stiftung gefördert und ich wollte mich heute mit den beiden mal unterhalten und fragen, was genau sie da machen und vor allem, wie es dazu gekommen ist. Ja, David, wir haben Ende 2015 oder eigentlich schon im Sommer festgestellt, zum einen, dass es auf der Forschungsebene viel gibt bei wissenschaftskommunikativen Fragen, viel, aber insbesondere so im schriftlichen Bereich, auch im digitalen, Twitter und so, ganz groß. Aber dieser Bereich des mündlichen Präsentierens, der ist eigentlich völlig unterbelichtet. Und hinzu kommt, dass unser Projektpartner, das NAVIC, das hast du schon erwähnt, dass die da Seminare anbieten, bei denen es wirklich darum geht, auch Wissenschaftlern näher zu bringen, wie man beispielsweise so präsentiert, dass auch Laien was davon haben. Und da hat sich das gut getroffen, dass die beiden Partner gesagt haben, okay, für die Praxis wäre das wichtig, in der Forschung gibt es nichts, also machen wir doch mal ein Projekt in die Richtung. Okay, und was genau steht denn dann im Fokus des Interesses? Also was genau untersucht ihr an der Stelle? Ja, das Projekt heißt ja Science in Presentations, das heißt, es geht um Präsentationen und zwar Präsentationen sehr weit gefasst. Ja, klassisch würde man denken, PowerPoint-Präsentationen sind Präsentationen, sind ja auch im Seminar, glaube ich, ganz besonders wesentlich oder Slideware an sich. Aber wir haben einen Präsentationsbegriff, der deutlich weiter ist und sagt, wir reden immer dann von der Präsentation, wenn ein Wissenschaftler in unserem Fall über seine eigene Forschung spricht und das aber nicht nur mündlich macht im Rahmen eines klassischen Vortrages, sondern dabei irgendeine Form der Visualisierung verwendet. Das kann klassisch PowerPoint sein, das könnte auch irgendwie so ein Roll-up hier im Hintergrund sowas sein. Es könnte auch sein, dass der mit seinen Händen irgendwie seine Elemente, die er da untersucht, darstellt oder mit irgendwelchen Puppen arbeitet oder so. Das alles wäre in unserer Vorstellung eine Präsentation. Okay, und wie kann man das in der Praxis tatsächlich untersuchen und wie unterscheiden untereinander? Ja, also Philipp hat jetzt ja gerade die verschiedenen theoretischen Möglichkeiten aufgezählt, was die ganzen Möglichkeiten, die man als Präsentierende nun hat. Man weiß ja natürlich auch, wenn man sich jetzt mal selber überlegt, wo hat man denn selber so eine Wissenschaftspräsentation schon mal gesehen, gibt es natürlich doch nur eher eine Handvoll an Möglichkeiten, in irgendwelchen Präsentationsanlässen, irgendwelchen Präsentationssettings. Und die haben wir in unserem Projekt am Anfang auch erstmal zusammengetragen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wer sich den detaillierten Überblick anschauen möchte, dazu gibt es einen Arbeitsbericht von uns, aber ganz grob. Es sind einerseits übergreifende Präsentationsanlässe wie Wissenschaftsfestivals, Tage der offenen Türen, wo eben ganz viele unterschiedliche Arten des Präsentierens stattfinden. Und zum anderen ja sehr konkret anlassbezogene Präsentationsformen, die ganz klassisch ein Abendvortrag, eine Ringvorlesung sein können für die Öffentlichkeit. Oder auch dann ja schon ein bisschen innovativere Formen wie so unterhaltsame Science Slam Vorträge, FameLab Vorträge oder auch TEDx Talks, die da eigentlich alle dazugehören. Wir haben uns diese ganzen Formen mal angeguckt und haben geschaut, wie kann man das Ganze jetzt sortieren und haben da als ersten Schritt in unserem Projekt eine Typologie entwickelt, die Dimensionen aufzeigt, ganz konkret vier Dimensionen, anhand derer man ja diese ganz unterschiedlichen Präsentationsformen charakterisieren kann. Das ist zum einen die Multimodalität, also welche Modi kommen in so einer Präsentation zum Einsatz. Also ein Modus ist zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation, verschiedene Elemente darauf, also Videoelemente, Textelemente, es können Live-Requisiten sein, also alle Dinge, umgangssprachlich betrachtet, die ich zum Präsentieren benutze. Ein zweites Charakteristikum der Typologie ist die Interaktivität. Das ist also auch ein sehr, sehr weiter Begriff. Das umfasst nicht nur die Interaktion, wie man es vielleicht jetzt klassisch denkt, zwischen dem Vortragenden und dem Publikum, sondern auch wie der Vortragende selber mit der Präsentation interagiert oder ob das allgemein eine Präsentationsform ist, die auch zu Interaktionen im Publikum untereinander anregt. Also es kann eine sehr diskussionsbasierte Form zum Beispiel sein. Das dritte Charakteristikum ist die Performance. Ja, tatsächlich ganz klassisch im Wortsinne, wie performativ ist so eine Präsentation. Also habe ich da irgendwelche große Gesten, vielleicht sogar bis zur szenischen Darstellung, wenn ich irgendwas nachstelle, bis zu einer kostümierten, ich schlüpfe in eine Rolle von einem historischen Forscher, Forscherin, um irgendwas nachzuerzählen. Das sind ja alles so, also natürlich die Extreme dieser Typologie, aber das kommt ja durchaus vor in Präsentationsformen. Ja, das letzte große Kriterium ist der Grad der Event- und Unterhaltungsorientierung. Das auch, also da ist sowohl klassischer Humor drin gefasst oder auch, mache ich sowas als sehr nüchterne Vorlesung, dann packe ich das in ein größeres Event, wie beispielsweise bei einem Wissenschaftsfestival, wo das Ganze dann eingebunden ist, einfach in ein Unterhaltungserlebnis.
Okay. Das heißt, ihr untersucht sowohl die Präsentation quasi auf Seiten der Bühne als auch beim Publikum, wie das wahrgenommen wird. Und da braucht man ja bestimmt einen reichen Schatz an Werkzeugen, mit dem man das untersuchen kann. Was macht ihr da? Das stimmt. Also tatsächlich sind diese beiden Facetten bei uns zentral, wenn es darum geht, was ein Publikum für eine Erwartung hat. Beispielsweise ja auch im Vergleich zwischen Formen. Also gehe ich mit der gleichen Erwartung zum Science Slam, mit der ich zu einer Abendvorlesung hier am KIT gehe. Da ist so die klassische Befragung ein gutes Instrument, was wir auch verwenden. Wirklich richtig Fragebögen, Papier oder online, werden dann verteilt. Fragen wir auch im Grunde solche Merkmale ab, die sich auf diese Typologie beziehen, die Philipp gerade nochmal ausgeführt hat, um auch am Ende vergleichen zu können. Nach dem Motto, was wird denn da als performativer beispielsweise wahrgenommen, bleiben wir wieder Science Slam versus Abendvortrag oder was anderes. Und was wir aber auch einsetzen, sind Verfahren, mit denen man eben sehr genau tatsächlich den momentan, den ganz konkreten Umgang mit einer Präsentationssituation in den Griff kriegt. Und das ist mit einer klassischen Befragung immer schwierig. Ja, normalerweise gibt es hinterher irgendwie einen Fragebogen und wenn ich dann nochmal sagen soll, in Minute 5:16 gab es irgendwie ein Bild auf einer Folie und dazu ein Sprachelement, dann kriege ich das nicht mehr abgebildet im Fragebogen. Da nehmen wir dann ganz zentral als Methode eine Blickaufzeichnung mit dazu, sogenannte Eye-Tracking. Man sieht das hier auf diesem Bild ganz schön. Die Person hier vorne trägt so eine Brille, sieht aus wie so ein Chemieraumgerät, was man da so im Labor trägt. Ein bisschen anders. Da sind zwei Kameras drin und noch Infrarotscheinwerfer und damit hat man die Möglichkeit, sehr genau nachzuvollziehen, wo die Person hinterher auch bei so einer Veranstaltung etwa, das ist zumindest ein Science Slam Finale gewesen, deshalb auch viele Leute, wo dann tatsächlich hingeguckt wird. Und dann kann man Aussagen treffen, ja, zum Beispiel, wie viel Prozent der Zeit werden Elemente angeguckt, die wir klassisch im Bereich Wissenschaft, Hard Science verordnen würden, ja, also meinetwegen Bilder mit Messkurven oder so, oder wie viel Prozent der Zeit werden Elemente angesehen, die eher so in den Unterhaltungsbereich fallen, etwa bei so einem Slam. Ne? Denn es gibt meinetwegen bei Slams so immer so eine Hypothese, oder wird latent von vielen vertreten, ja, das ist sehr unterhalten, das ist auch sicher schön, aber wie viel Wissenschaft kommt da eigentlich bei rum? Ne? Und mit so einem Verfahren könnte man zum Beispiel schon mal zeigen, okay, auf einer Betrachtungsebene wird da auch viel angesehen, was in den Bereich Wissenschaft fällt. Ist auch tatsächlich so, wenn man das macht. Sagt jetzt natürlich noch nichts darüber, was dabei tatsächlich hängen geblieben ist. Aber da haben wir wieder andere Verfahren, verschiedene Wissenstests. Auch das gibt es mit Befragung. Es gibt aber auch Verfahren, sogenanntes Concept Mapping, dass man Leute Begriffe gibt und die ordnen lässt und mit bestimmten sogenannten Relationen, also Verknüpfungen verbinden lässt, um dann nachzuvollziehen, okay, wie viel haben Sie eigentlich wirklich an Struktur verstanden eines Vortrags? Das ist ja bei wissenschaftlichen Themen häufig viel wichtiger, ja, als ob das jetzt 3,6 mm oder 3,8 mm irgendwo in einer Einstellung waren, sondern mehr, was hatten wir eigentlich da untersucht? Das sind so die gängigen Verfahren, mit denen wir arbeiten. Okay, und wenn ihr jetzt gerade auf diese Wissenstests eingeht, gibt es da Dinge, wo ihr sagt, so, es gibt bestimmte Elemente, wenn ich die in meine Präsentation einbaue, dann wird sie unterhaltsamer und deshalb vielleicht auch besser memorierbar. Also was könnte man Leuten mitgeben aus diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, wenn sie selbst einen Vortrag planen oder ein Referat oder eine Präsentation erstellen? Also wie kann man sich auch auf diese Erkenntnisse stützen, um zu argumentieren, ich mache diese Dinge so, weil ich finde oder weil die Wissenschaft sagt, dass das so besser funktioniert? Ja, das ist also jetzt bezogen beispielsweise auf diese Untersuchung zum Science Slam noch zu früh. Ja? Da haben wir, sind wir dabei, solche Auswertungen zu machen. Und das wäre ja im Grunde auch nicht seriös, wenn wir da jetzt so ein bisschen raten, was bei rauskommt. Was man generell sagen kann, aus einer Rezeptionsforschung weiß man eigentlich ganz gut, dass bei der Frage, wie rezipiert man etwas umgeht, eigentlich immer zwei grundlegende Bereiche eine Rolle spielen. Ne? Das eine ist die Ebene des Produktes selber und die Frage, welche Elemente darin sind, nennt das salient, also irgendwie Aufmerksamkeit erregend. Und da kann man zum Beispiel sagen, also wenn man in einer Präsentation eine Hupe einbaut, baut die nur einmal ein, dann kann man ziemlich sicher sein, in dem Moment hat man für dieses Element auch Aufmerksamkeit. Ob das dann Sinn macht, wenn eine andere Frage, müsste man dann verknüpfen mit einem inhaltlichen Aspekt. Das gleiche gilt für besonders aufmerksamkeiterregende Farben, Rot, ja, so Signalfarben oder so. Auch jede Form von Dynamik in Präsentationen ist immer was, was für einen kurzen Moment Aufmerksamkeit erregt. Das sieht man auch in diesen Blickdaten sehr gut. Man weiß aber auch, die andere Ebene, die mindestens genauso wichtig ist bei Rezeptionsfragen, ist immer der Faktor des Rezipienten, der Rezipientin selbst. Insbesondere solche Aspekte wie Vorwissen, ne, spielen eine ganz große Rolle. Deswegen sind so Pauschalaussagen wie, das funktioniert immer so, ganz schwierig, wenn man wenig weiß über die Zielgruppe, um die es da geht. Was wir beispielsweise gesehen haben in einem anderen Projektzusammenhang, der schon etwas älter ist, haben wir konkret mal PowerPoint-Präsentationen untersucht.
dass es bei wissenschaftlichen Darstellungen, na, nehmen wir mal computertomografische Darstellungen oder es können natürlich auch irgendwelche Messkurven auf Spezialgeräten sein, dass es da natürlich eine ganz große Rolle spielt, wie sehr ein Publikum mit so etwas vertraut ist, wenn es darum geht, wie viel ich da noch dazu sagen muss oder dazu schreiben muss, etwa auf einer Folie, damit das auch inhaltlich funktioniert. Mhm. Also ein Experte sieht eine Agrarabbildung und weiß, okay, das ist ein Emissionstomograph oder so und da muss man nichts erklären, der weiß, was man da sieht. Und ein Laie denkt, oh, sieht irgendwie aus wie Röntgen, ist aber doch nicht und was soll das sein? Nicht? Also, dass man da sehr viel mehr etwa als Vortragender auf, einer Tonspur erklären müsste, was ist das für eine Abbildung, was soll ich da sehen? Oder meinetwegen durch Anmerkungen auf einer Folie nochmal klar machen, das soll das entsprechend darstellen, während ein Experte eben das überhaupt nicht braucht, ja, sondern sofort erkennt, aha, das ist gemeint. Ja. Ich kann da vielleicht noch eher aus der praktischen Seite, aber es ist nah dran an Wissenschaft, das ist nämlich aus meiner Erfahrung in der Durchführung etlicher Science Slams berichten, dass es wirklich essentiell ist, sich als Vortragender Gedanken zu machen, was man eigentlich vermitteln will. Wir kennen es ja bei unseren Science Slams Vortragswettbewerben, stimmt das Publikum am Ende ja über die Präsentationen ab und ich höre natürlich auch immer so ein bisschen rein, wenn Gruppen diskutieren, wie sie verschiedene Vorträge bewerten und es zeigt sich schon, dass wenn man einfach nur Informationen aneinander reiht und selbst wenn es noch so eine tolle animierte Grafik ist oder ähnliches, aber nicht klar ist, worauf das eigentlich einzahlt und warum jetzt so ein Detail noch dabei ist, dass das Publikum das sehr schnell verwirrt. Mhm. Wenn das Publikum aber klar erkennt, worauf soll es denn final hinaus, was soll die zentrale Aussage der Präsentation sein, warum ist es jetzt wichtig, dass ein bestimmter Teil dort genannt wird, dass das einfach sehr zentral ist und das kann ich auch ansonsten für alle anderen Präsentationen wirklich sehr dringend empfehlen, nicht möglichst viel reinpacken, nur weil man gerade eine schöne Abbildung hat, sondern sie wirklich fragen, okay, brauche ich das wirklich, passt es zu meiner Hauptbotschaft dazu, unterstützt es das Ganze oder lenkt es eigentlich nur wieder ab und zieht Aufmerksamkeit von dem weg, wo ich es eigentlich bräuchte. Was, glaube ich, auch noch so ein ganz interessanter Aspekt ist, wenn man jetzt gerade fragt, ja, Studierende oder so arbeiten selber an Präsentationen. Man kann, glaube ich, durch die Art und Weise, wie man eine Präsentation gestaltet, vielleicht nicht immer wissen, es wird so und so tatsächlich von allen rezipiert, aber man kann zumindest den Rezeptionsspielraum, wenn man das mal so nennen will, deutlich einschränken. Also Klassiker, da haben wir auch in einem anderen Projekt tatsächlich empirische Befunde, wäre der Umgang mit Textfolien. Das ist also eine typische Situation, man hat eine Folie mit Bullet Points. Und es gibt gibt viele Varianten, aber zwei Haupttypen. Entweder ich habe alle Bullet Points untereinander, schmeiße die Folie einmal an die Wand und die bleibt stehen und ich erzähle einige Minuten und irgendwann erzähle ich auch Dinge, die da in diesen Bullet Points benannt sind. Oder aber ich gehe damit dynamisch um und blende im Grunde Bullet Point für Bullet Point die Dinge nacheinander ein und erzähle dann auch nur zu den Dingen, die gerade sichtbar sind. Und da kann man empirisch wunderbar zeigen, in dem Moment, wo man diese dynamische Variante wählt, hat man eine viel bessere Möglichkeit, Aufmerksamkeit tatsächlich zu steuern, weil so eine Form von Dynamik tatsächlich Aufmerksamkeit erzeugt. In dem Moment wird das dann eigentlich gelesen. Mhm. Danach hat der Vortragende auch wieder Aufmerksamkeit. Während ich in dem Fall, wo ich das in 1 einblende, diesen Spielraum oder diesen Steuerungsspielraum komplett aus der Hand gebe, denn es gibt da eben die Leute, die das Ding dann durchlesen und danach im Grunde gelangweilt sind, weil sie denken, okay, jetzt erzählt der Sachen, die habe ich schon gelesen. Es gibt die Leute, die dann zwischendrin auch mal wieder da reingucken, aber sehr klassisch wird eben Folie gelesen und danach nur noch der Vortragende in den Fokus genommen. Und das wäre so eine typische Situation, in der ich eben durch ein gezieltes Überlegen, wie möchte ich hier vorgehen, Rezeptionsspielräume einschränken kann und damit mir auch ein viel besseres Bild davon machen kann als Vortragender, wie wahrscheinlich hinterher jemand mit dem Ergebnis umgeht. Okay. Jetzt bin ich ja selbst als studierter Geograf und Germanist in zwei Fächern fast beheimatet. Gibt es da Unterschiede, die ihr aufdecken konntet zwischen verschiedenen Fachdisziplinen oder Fächern, wo vielleicht die Geisteswissenschaftler mehr auf den Textfolien herumreiten und gegen dann eher die Biologen und Architekten doch eher mit visuellen Elementen arbeiten. Gibt es da Erkenntnisse? Ja, die Germanisten haben halt mehr Text. Also tatsächlich ist so, auch in diesem Projekt, in dem es tatsächlich um PowerPoint-Präsentationen ging, wir haben damals über 90 Vorträge aus unterschiedlichen Wissenschaftskulturen uns angesehen, ich glaube, ich muss da mal gucken, 2000 paar zerquetschte Folien, tatsächlich auch untersucht, weil man das sich anguckt, ja, etwa Verhältnis Text-Bild oder auch solche Hybridformen, da kann man schon sagen, über alle Wissenschaftskulturen zusammen ist eigentlich das Verhältnis Text-Bild einigermaßen ausgeglichen. Mhm. Aber wenn man da mal diese Kulturen differenziert, dann haben die Naturwissenschaften deutlich den höchsten Bildanteil. Oder? Das müssen nicht nur reine Bilder, Fotografien sein, das können auch irgendwelche Grafiken sein. Kann man sich eigentlich auch ganz gut erklären. Ja, sehr häufig hat man Messergebnisse, irgendetwas, was in so einer Form visualisiert ist. Und komischerweise haben wir Geisteswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften nochmal differenziert. Da hatten sogar die Wirtschaftswissenschaftler eigentlich mehr Text als die Geisteswissenschaftler. Also das, da passt das, sozusagen diese Ursprungsvorstellung, die man hat, vielleicht nicht ganz hundertprozentig.
Was da auch ganz interessant war, dass diese in vielen Praxisratgebern ja verbreitete Formel irgendwie so eine Folie pro Minute, dass die tatsächlich in dem Korpus, den wir da haben, auch funktioniert und so ist. Ja. Also in meisten Fällen kommt das ungefähr hin, diese Regel. Naturwissenschaftler haben ein bisschen mehr Folien als diese eine pro Minute, aber auch da, klar, sehr häufig Abbildungen, auch mal mehrere. Und insofern, also interessant, ja, dass man wirklich zeigen kann, an dieser Grundregel ist was dran. Okay, sehr schön. Spannendes Forschungsfeld auf jeden Fall. Wie geht es mit der Forschungsgruppe SIP hier am KIT weiter? Was sind so die nächsten Meilensteine? Was habt ihr als nächstes vor? Ja, wir stecken jetzt natürlich gerade mitten in der Auswertung unserer Daten. Da sind wir jetzt natürlich mit Hochdruck dran, das Ganze auch mal rauszubringen, zu veröffentlichen. Und ganz aktuell läuft noch unsere weitere Untersuchung. Wir untersuchen nämlich auch nicht nur Live-Präsentationen, sondern auch Online-Präsensionsformen. Hier insbesondere Videos. Also so etwas, was wir hier machen, wenn jemand über seine wissenschaftliche Arbeit spricht, an ein Videopublikum. Da haben wir auch gerade eine Studie, die jetzt gerade läuft. Dann sind wir sehr auf die Ergebnisse gespannt. Und dann wollen wir als nächstes tatsächlich auch den Blick vielleicht in die Zukunft von möglichen Präsentationstechniken werfen und wollen sehen, wie funktionieren denn Präsentationen in 360-Grad-Videos, in Virtual-Reality-Umgebungen. Wie geht man damit um? Wie gehen Rezipientinnen und Rezipienten damit um? Und das wird so das nächste große Vorhaben sein. Okay. Also, es bleibt spannend. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über das Thema zu sprechen. Und in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Das war uns eine Freude.